Es ist nicht meine Aufgabe, konstant Vorträge zu halten, konstant irgendwo zu meinen, mich in der Welt erkundigen zu müssen, was andere tun. Ich muss meinen Betrieb so kennen, dass ich den Wandel konstant bewältigen kann. Und ich sage klipp und klar, wenn Sie mit mir durch mein Unternehmen gehen, mir eine Frage stellen, die ich Ihnen nicht beantworten kann, schenke ich Ihnen den Laden. Das ist meine Aufgabe. Ich bin kein Sozialsäusler. Ich bin ein Kapitalist und Egoist. Mir muss es gut gehen. Nur habe ich eins sehr schnell gemerkt. Wenn es mir gut gehen muss, dann muss es auch meinem Umfeld gut gehen. Und je mehr ich mich um meine Mitarbeiter kümmere, desto mehr arbeiten die für mich. Und deshalb mehr tun die. Und dann machen die auch mal was freiwillig. Je mehr ich sie drangsaliere, je mehr ich an ihnen rummache, desto mehr habe ich Opposition. Entscheidend ist, dass man entscheidet. Und Probleme gibt's immer. Nur Probleme braucht man nicht diskutieren, die muss man lösen. Und die anderen diskutieren ewig, anstatt sie zu lösen. Und wer Ihnen sagt, der hat ein großes Problem, dem sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Er sei ein ganz großer Versager. Jedes große Problem war klein und hätte es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Wir müssen nicht alle so ausbilden, dass sie am Schluss zu fein sind, sich schmutzige Hände zu machen. Wir brauchen Leute, die an den Maschinen arbeiten und die da die Produkte entwickeln, die führend in der Welt sind. Ich habe gestern Abend schon gesagt, ich verstehe die Welt nicht. Wir haben das Solar, die Solarmodulen erfunden, aber wir waren zu faul, sie zu produzieren. Wir haben sie in China produzieren lassen und jetzt macht einer nach dem anderen pleite, weil der Chinese natürlich nicht so dumm ist, wie wir ihn uns einschätzen. Der produziert die für uns und sagt, wenn ich in Weichen produziert habe, dann kann ich selber und dann brauche ich euch Europäer nicht mehr. Und das müssen wir wissen. Wir müssen die Arbeitsplätze hier in Deutschland oder in Europa halten. Und alles, was Negative von Amerika kommt, nehmen wir auf. Ob Kleiderordnung, wissen Sie, heute ist das T-Shirt, von dem ich lebe, ist natürlich nichts anderes als ein unverschämtes Unterhemd, das dort einer als Oberhemd getragen hat und damit kann da in der Unterwäsche auf Deutsch gesagt rumlaufen. Also. Die Fresskultur, heute einen Hamburger zu fressen und alles läuft runter und das ist eine tolle Sache, kommt alles aus Amerika.